Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Nomsi-Folge. Ja, wir befinden uns heute auf der Karte The Source London Project auf der Linie 3 und fahren das Ganze heute mit einem Freeware-Bus, Trendsbus ALY oder ALX. Der ist auch, wie gesagt, komplett kostenlos. Also das könnt ihr euch auch dort wieder runterladen. Guck mal gerade, steht hier was drauf? AirTracker? Nee. Nee. Also der Transbus ALX ist das. Und ja, die Karte auf jeden Fall wurde sehr empfohlen. The Source London Project, weil sie irgendwie ja so ein bisschen eine Demo darstellen soll von ja, der ehemaligen London Map, die ja mal erscheinen sollte oder sowas. Vielleicht kommt sie ja noch, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns die Karte heute mal dementsprechend mal anschauen. Wie gesagt, wurde sich sehr oft gewünscht bei uns in den Kommentaren, deswegen werden wir das Ganze heute mal abfahren. Ich selbst bin sie noch nicht gefahren. Auch für mich heute ein absolutes Highlight, hier mal so ein bisschen reinzuschnuppern in die ganze Thematik hier mit der Linie. Gehen wir aber zuerst erstmal den Bus durch. Ja, also wir sehen jetzt hier, ist schon deutlich andere Qualität hier zu erwarten als jetzt in den letzten zwei Volvo-Bussen, die wir jetzt hier hatten auf dem Kanal. Und ja, man merkt, dass die Texturen sind schon deutlich, deutlich höher. Also hier schön alles ausgestaltet, halt Break Glass to Open. Ja, und wenn wir hier uns so mal so ein bisschen rumswitchen hier, ne, dann hätten wartet schon der Kollege, weil wir hier wieder zu viel quatschen. Aber hier sonst kann man sich das hier auf jeden Fall schon mal anschauen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vernünftig aus. Wie gesagt, dafür, dass das Ganze hier auch halt komplett Freeware ist. Auch der Arbeitsplatz sieht schön aufgeräumt aus. Hier sehen wir es nochmal, Transbus International. Hier angenehme Kasse, hier haben wir unseren Fahrplan. Ja, auf der Linie 3, wir starten in Kennington, Chesterray und Crystal Palace Bus Station. Ist dann unsere Endhaltestelle. Und das Ganze, ihr seht hier 32 Minuten Fahrzeit. Na, mal gucken, ob wir das hier schaffen. Sonst, hier oben haben wir auch nochmal so einen kleinen Monitor für oben. Hier haben wir das Hannover Ibis wieder. Und ja, von daher schmeißen wir mal an. Eieiei. Okay. So, jetzt ist er an. Ich rede jetzt nur, weil wir jetzt hier noch nichts drin haben. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. So, auf der Linie. Linie Kurs. Und Route. Was war das? Achso, Route 5. Brixton, Linie 3. Ja, gut. Also wir sehen es ja hier, 003. Ja, haut hin. Route 5, passt auch. Ja, steht da Brixton, mein Gott. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Er hat noch nicht genug Druck drauf. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen abwürgen hier. Weg. Druck ist da. So, Kennington Line. Wollen wir hier nochmal das Ganze hier anhauen. Und wir haben jetzt noch 5 Minuten. Deswegen wollen wir das. Nein, wir wollen nur die Uhrzeit vorstellen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß ja nicht mal, ob es hier Fahrgäste gibt. Das ist es halt. Hier sehen wir auch, ne? Nightbuses in South London. So, gegangen wir jetzt vielleicht noch. Komm, jetzt ist hier noch hier. Was ist los? Zieh einfach rein, Keule.
So lieb ich's, ja. So macht Spaß hier. Wenn du hier nicht loskommst. Ja, aber so an sich. Bus ist auf jeden Fall schön detailliert. Angenehm, dass man das Ganze da jetzt per Route-Technik einstellen kann. Ob es jetzt hier Ansagen gibt, das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen. Sonst aufgeräumtes Dashboard halt, ne? Relativ altmodisch so. Muss auch mal sein. Die Kasse hier, sehen wir hier, ne? Sieht auch vernünftig aus. Können wir hier auf den Knopf drücken. Aber so wie es hier ausschaut, gibt es hier irgendwie, kostet hier einfach gar nichts. Also deshalb wahrscheinlich auch die Demo. Ja, bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich bin auch von der Performance gespannt. Muss ganz ehrlich sagen, die letzten beiden Folgen liefen richtig gut. Ich hatte ja erzählt gehabt, dass ich ja einen Systemwechsel hatte. Deswegen muss ich mich auch entschuldigen an alle Unterstützer, ja, dass unten zurzeit eure Namen nicht eingeblendet werden. Es sollte hoffentlich ab nächste Woche dann alles wieder da sein. Das Problem ist halt, ich muss alles komplett neu aufspielen. Das komplette Windows ja sowieso neu aufspielen. Und das alles jetzt einzurichten, das würde Ewigkeiten dauern. Und ja, deswegen muss ich das Ganze denn spätestens bis zur nächsten Woche, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich das Ganze dann wieder drin habe, dass mein altes System dann wieder da ist, so wie es denn sein soll. Ich wisst das selber halt, wenn ihr neues Windows installieren müsst, wie das Ganze denn ist, dann musst du hier installieren, da installieren. Und irgendwann kannst du das einfach nicht mehr sehen. Ja, und dann hast du auch noch YouTube, du hast keine Folgen mehr, du müsstest jetzt irgendwie langsam aufnehmen, schnell alles dafür vorbereiten. Ja, und einfach mal OMSI sichern, ja, das sind mittlerweile bei mir an die 300 GB OMSI, ja, und das habe ich jetzt alles auf eine Festplatte jetzt geschoben, läuft jetzt alles auf eine SSD-Festplatte, also auf dieser einen SSD-Festplatte ist wirklich nur OMSI und Lotus drauf, nichts anderes, ja, und das bleibt auch wirklich nur für diese beiden Simulatoren, ja, weil ich gehe mal davon aus, dass diese stark von der SSD wahrscheinlich profitieren werden, deswegen will ich da auch einfach nichts anderes drauf kopieren und dann passt das Ganze. Ja, und von daher schafft man dann halt nicht alles so im Instant jetzt sofort wieder alles so wie beim Alten zu bekommen. Es nervt mich dann immer, weil dann irgendwelche Ordner nicht dahin sind, ja, wo ich sie vermute, ja, zum Beispiel filme dann zum Beispiel irgendwelche Bilder, weil ich sie dann nicht gesichert hatte oder so weiter und so fort. Also sehr, sehr lästig. No entering. So. Windmill Row. So. Aber will jetzt keiner mit uns mitfahren? Haben wir jetzt falsch geschildert? Wir können aber ganz kurz mal linsen hier in unser. Guck mal, wir fahren ja auch nach Crystal Place. Da guck mal einer an. Ah, ja. Hallo. Zu kalt im Bus ist. Hier sind wir ja Crystal Place, ne? Oder Palace. Da ist das eng hier. Oh, genau. Schieb dich hier noch zwischen uns. Unglaublich. Sind euch Londoner hier nicht in Ordnung? Die ist da viel zu schmal. Die Busspur. Oh, oh, oh. Oh, lauf doch nicht auf die Straße. Oh. Hallo. Good morning. Good morning. Ja, wie gesagt, also das nur mal so als kleine Erklärung, wieso, weshalb, warum. Achso, ich kann ja hier wieder ausmachen. Genau, jetzt parkt mich zu. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon Verspätung habe hier. Ah.
Ja, man kann nur hoffen, dass die KI in Lotus besser wird. Man kann es nur hoffen. Ich meine, ich finde es ja eigentlich ziemlich genial, wie sie hier die KI ja umgesetzt haben. Habe ich ja schon bestimmt zigmal gesagt in den Let's Plays oder auch zigmal halt auch in den Livestreams. Ja, die verhalten sich wie die Leute draußen auf den Straßen. Ich bin ja selber Autofahrer, ne? Und die verhalten sich genauso. Ja, egoistisches Fahrverhalten bis zum geht nicht mehr. Und er fährt jetzt nicht, oder was? Genau, jetzt fahren wir am besten noch in den Bus rein. Und wenn wir jetzt beide ganz dicke, treffen wir uns draußen. So, das ist nämlich fies hier. Unsere Busspur ist nämlich hier belegt. Oh, wir haben aber mal einen netten Londoner, der uns hier mal reinlässt. Das ist ja schon fast unglaublich hier. Wenn er jetzt mal so frech, ich nehme jetzt hier zwei Spuren. Aber. Huch, wo fährt er denn lang? Er nimmt die Baustelle mit. Oh, großartig. Der hat sich auch gedacht, Alter, weißt du, den fahre ich jetzt nicht mehr hinterher, da überhole ich jetzt. Nimmst du die Baustelle mit? Ist egal. Mm. Großartig. Und warum stehen wir hier? Die Ampel zeigt geradeaus, die zeigt rot. Ah, der hätte fahren können hier. Ah, nee. Ich habe keine Ahnung. Doch, die Ampel. Ah, ich verstehe. Das ist die Busspurampel. Und da er hier jetzt über Baustelle ist, fahren die natürlich nicht. Und jetzt. Jetzt haben wir doch echt die Baustelle mitgenommen, oder was? Also, es ist schon hart so zu fahren hier. Wirklich. Das ist aber auch alles sehr eng hier. Ja, so sieht es nicht eng aus, aber im Spiegel, ja, denkst du dir auch so, oh mein Gott. Das Geile ist, die Verspätung, die rennt nach oben die Zeit. Ja, Leute wollen jetzt natürlich wieder aussteigen. Großartig. Ich bin mal gespannt, ob wir noch eine Folge hinbekommen, wo die Briten wirklich von vorne bis hinten einfach mal im Bus bleiben. So. Das ist eine Busspur. Oh. Warum laufen die denn hier immer mitten auf der Straße? Tschüss. Aber sechs sind drin geblieben. Oh ne. Jetzt habe ich schon gedacht, weißt du. So, jetzt ein bisschen sputen hier.
Der Bus fährt sich sehr angenehm, ja. Also das ist ein schöner Bus. Genau, lauf doch am besten gleich direkt auf die Spur rauf. Was ist mit euch nicht in Ordnung hier? Morning. Sagen, das ist ein bisschen leicht anstrengend. Du weißt halt nie, wie weit sie halt auf die Straße rauflaufen. Hallo da. Hallo. 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 Morning. Morning. Freezing. Ja, es tut mir leid, dass du frierst, aber kann ich jetzt nicht ändern. Gar nicht. Was ist denn? Eine Heizung hier? Ja, also ich sehe jetzt, gestehe, ich sehe jetzt auch keine Heizung groß. Nö, nö, nö. Gibt es eine Schneetaste halt, aber ich sehe jetzt hier leider nichts, wo ich eine Temperatur irgendwie einstellen könnte. Ich wollte, dass man das hier über diesen Bordcomputer macht. Police Station. Also hier tobt zumindest schon mal das Leben jetzt, anders als jetzt in der letzten Folge, wo es auch relativ ruhig war. Doppelt hält besser hier? Oder warum gibt es hier zwei Ampeln?
Habe ich hier auch wieder zwei Ampeln. Oh, wie war der damit? So, schnell mal ein Bild hier gemacht von. Good morning. Point. Ja. Ah, jetzt kommst du hier nicht durch hier. Also hier ist schon voll, ne? Hier müssen wir aufpassen hier, das ist gar nicht so einfach hier zu unterscheiden, immer. You see, when I was a young man, buses used to follow a schedule. Hi. Hey. Hey, wake up. It's too late. Ja, ich weiß, dass ich zu spät bin, danke. Oh. Ja.
morning. Mate. How you doing? Hello. Hello, Sonny. Hello, darling. Die eine nennt mich Darling, die andere nennt mich Sunny. So möchte man da begrüßt werden, ja? Und nicht, ist zu kalt oder bist zu spät. Stopp. Ach so, hier hätten wir raus. Ich muss. Hahaha. Hallo. 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 Oh. Der Bus ist voll. Oh, fahr doch jetzt einfach. Warum fährt er denn jetzt nicht? Oh, du kannst doch fahren. Das ist mir hier ein Tick zu eng hier alles, wa? Da ist sie halt jeden Moment, dass es immer irgendwie crasht hier. Oh, jetzt wollen die alle raus. Was ist denn jetzt los? Oh. Ist der über diesen Poller da gefahren oder sowas? Ja, du musst jetzt aussteigen. Aussteigen! Pech gehabt. Wenn ich will, der hat schon. Wer zu aufmachen, kann ich nicht. Bin ich jetzt zu schnell über diesen Poller gefahren oder sowas? Alter, es ist das eng hier alles. Oh mein Gott. Karte an sich richtig schön gestaltet, ja? Richtig abwechslungsreich.
Aber mir ist persönlich viel zu eng. Der ist jetzt weg. Alles klar. Der ist auch weg. Alles klar. Alter, was ist hier los? Guck doch! Kommt hier kaum durch. Und weg. So, jetzt, ihr seid gefragt, ist das da wirklich so extrem? Also so extrem, dass es so eng ist? Kann ich mir persönlich beim besten Willen nicht vorstellen. Oder haben wir jetzt einen falschen Bus gewählt? Ist der zu breit? Hätte ich einen schmaleren Bus nehmen müssen? Keine Ahnung, gibt es sowas? Mysteriös, mysteriös. Ja, testet das gerne selber. Vielleicht bin ich nur zu doof zum Busfahren oder sowas. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt es besser, dann ja, ladet euch doch hier diese Demo runter. Wie gesagt, die Karte ist auch komplett freeware. Könnt ihr euch dann runterladen. Wie gesagt, alles, was wir hier fahren und so weiter und so fort, schreibe ich alles unten rein. Das Einzige, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, ist, dass ich die Links unten mit reinpacke. Aber den größten Teil von dem, was ich euch hier zeige, ist die Seite Fellow Films, oder wie sie sich nennt. Da bekommt ihr das meiste eigentlich von dem Content, was wir jetzt hier sehen. Ihr könnt euch das dementsprechend dann alles dort runterladen und alles natürlich selbst testen. Ist ein Forum, da müsst ihr euch anmelden für, ja, also ihr braucht da schon Zugangsdaten, damit ihr da runterladen könnt, sonst geht das nicht. Vielleicht nochmal hier so am Rande gesagt, ja, das ist jetzt nicht so ein Forum wie jetzt zum Beispiel das offizielle OMSI-Forum, dass ihr da einfach auf der Seite gehen könnt und da runterladen könnt. Ihr müsst so dort schon registriert sein. Ihr müsst jetzt aber keine Extra-Schoten machen oder sowas, ja, also da braucht ihr da jetzt keine Sorgen haben. Wie gesagt, ich werde die Seite kann ich verlinken unten in der Videobeschreibung, habe ich kein Problem mit, aber jetzt jeden einzelnen Download jetzt hier rauszukramen, das würde einfach so ein bisschen die Zeit sprengen, leider. Deswegen, ja, wie gesagt, also verlinke ich euch die Seite von Fellow Films, denn, oder wie sie sich dann nennt, müsst ihr da einfach mal vorbeischauen. Ihr könnt ja schon gucken, ohne zu downloaden, ja, also sollte die Karte da zum Beispiel nicht dabei sein, ja, dann muss ich es leider irgendwo anders her haben, dann vielleicht noch aus dem OMSI-Forum. Aber ich glaube, den Großteil der Karten auf jeden Fall und alles, was habe ich hier auf der Seite, Fellow Films halt. Oder wie sie sich nennt halt. Ja, sonst aber eine sehr schöne Strecke, außer dass ich hier jetzt schon bei 10 Minuten Verspätung bin. Ey, das ist nochmal hardcore. Gott sei Dank wird das nicht gewertet hier in der Firma oder sowas, ja. Also das wäre der Untergang. Alle für Unfälle hier. Aber ey, komm, das ist so wirklich eng hier. Mein Blicker geht auch nicht mehr. Oh Mann, oh. Aber ich muss sagen, ist ein sehr schöner Bus auf jeden Fall. Ja, das Busmodell ist wirklich ordentlich gelungen. Auch die Karte, ja, also die ist halt wirklich sehr herausfordernd. Aber das ist wahrscheinlich der Reiz an der Karte. Also wenn London wirklich so ausgesehen hätte, ja, also das Add-on London, ich glaube, das wäre ein richtig geiles Add-on geworden, wenn das rausgekommen wäre. Weil das ist ein Add-on, nicht wie jetzt jedes x-beliebige andere Add-on. Donald Juice, okay.
Du musst dich hier richtig einspielen. Du musst das Gefühl von dem Bus bekommen, ja, die Breite und alles sowas. Passt du da durch oder nicht? Und dann bist du halt einer, ja, wenn du das oft genug getestet hast, ja, wie du da durch diese Straßen da speedest, bis zum geht nicht mehr. Aber wie gesagt, dadurch, dass es ja auch mein erstes Mal heute auf der Karte war hier, ja, ich hab mich jetzt nicht eingespielt oder sowas, würde ich sagen, kläglich versagt, ne? Aber wie sagt man immer so schön, was mich nicht umbringt, härtet nur ab. Ja. Wenn du mich nicht vollquatschen würdest, könnte ich versuchen, Zeit rauszuholen, aber solange du mich hier laberst, ja. Boah, das war schon wieder so knapp, ja. Guck dir doch an, wie eng diese Straßen hier sind. Was soll denn das? Hier passt kein Bus durch. Das Witzige ist, dass sogar schon der Transporter schon durch die Autos durchgeglitscht ist hier. Da kannst du machen, was willst du. Hi. Ich versuche ja schon Zeit rauszuholen, aber nicht bei der Straßenlage. Versuche jetzt hier einfach mal so Augen zu und durch hier. Manchmal ist langsam fahren gefährlicher als schnell fahren. Hello, Sonny. Good morning. Good morning. Also der Bus ist richtig geil, ja? Scheint irgendwie zu fruchten, schneller da durchzurasen. War 2 Minuten wieder rausgeholt jetzt durch unsere aggressive Fahrweise hier.
very late, mate. It's late. Good morning. Morning. Ja. Who's the place? Ja, okay. Gesehen? Ist balanciert. Ja, die Folge wird lang jetzt. Die Folge wird lang. Aber wie gesagt, ihr kennt mich, ich schneide nichts. Das sind diese Bodenwellen hier, die wirklich so extrem sind. Deswegen wollen die bei mir immer alle aussteigen. Ob das der Fehler ist? Ah, hier sind wir, da oben. Was wollen noch nicht alle raus, ne? Alter, das sind hier diese Bodenwellen. Manchmal schon sehr aggressive Bodenwellen drin, ne? Da steht ja hier auch da, slow, ne? Eine Verspätung hat's, kannst du nicht slow fahren. Ich bin relativ stolz, dass wir hier schon fast 4 Minuten wieder rausgefahren haben. Vielleicht bin ich zu vorsichtig oder so. Keine Ahnung. Erstmal Fenster auf, erstmal frische Luft hier. Ja, aber sonst muss ich wirklich sagen, schöne Karte. Schöne Karte, schöner Bus. Also das ist ein schöner Mix hier auf jeden Fall. Den kann man sich auf jeden Fall mal gut geben hier. Deswegen, also, wenn ich dann manchmal so immer in den Kommentaren lese, so, ah, es gibt ja kaum britischen Content, so, das denke ich mir so, what? Es gibt einfach so unglaublich viel eigentlich. Also es ist halt immer noch überschaubar tatsächlich, ja. Nicht so viel wie deutsche Strecken, ja, keine Frage. Aber man kommt halt auch was aus anderen Ländern. Ich glaube, es gibt ja sogar eine australische Map. Die würde ich mir ja auch noch mal gerne mal anschauen wollen. Was machst du denn hier? Guckst du zur Seite raus, kriegst du erstmal einen Schreck, ja? Geil wäre jetzt natürlich, wenn noch Mr. Bean hier lang gelaufen wäre, so, weißt du? Das wäre natürlich so der Oberhammer. Yes! Ich weiß. I'm right. Boah, Alter, ist das dein Ernst hier? Wieso wird denn diese Busspur jetzt schon wieder so schmal hier? Ja, gerne natürlich eure Meinung in die
Kommentare gepostet, schreibt es doch mal rein. Sie so von der Karte haltet. Hättet ihr es besser gemacht? Dann nur mit Videobeweis bitte. Wo sind wir jetzt hier hin? Hier, Route 3, was ist da? Nein. Wo muss ich hin? Stand B1, BN3 only. A4, A6. Ja. Muss ich jetzt einfach irgendwo rauslassen oder was? A4, A6. Da. Naja. Gucken. Ah ja, hat auch gepasst. Ja, das war es auf jeden Fall. Das war eine weitere Folge OMSI 2 hier mit unseren British Weeks. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt es besser, ja, würde mich das Ganze mal brennend interessieren. Aber das war echt eng, ja, alles hier. Holy shit, wirklich. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, absolut empfehlenswert. Alles beides, also Bus und Karte. Da gibt es gar nichts zu bemängeln von meiner Seite her. Außer, wie gesagt, halt, dass auf teilweise die Straßen schon sehr eng sind. Aber gut, ich denke mal, wenn du das ein paar Mal gefahren bist, dann hast du es drauf. Ja, dann weißt du, wie du da durchbrettern musst. Sonst gibt es hier von meiner Seite nichts mehr zu sagen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass du dabei warst. Und ja, freue mich natürlich, wenn du morgen zu einer weiteren Folge OMSI 2 hier wieder einschaltest, wenn es weitergeht hier mit der nächsten Map und dem Bus. Ich verabschiede mich. Tschüss.